Ja. Oh, wir haben die Steuerung wieder. Jetzt wieder dreidimensionale Steuerung. Finde ich schon geil. Irgendwie der Switch zwischen den Beinen ist cool. Ich sehe nichts, wa? Du siehst nichts? Ich sehe fast nichts. Aber es ist halt auch schon wirklich ja, düster. So, wir sind am Strand oder irgendwas. Entlang der Küste brechen die Wolkenwellen. Die Zwillingssonnen sinken. Die Schatten wachsen. Ja, schön. Das ist noch eine Seite. Also, ich erwähnte schon mal, dass der Soundtrack, ja, der ist ultra geil. Wirklich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Nacht, wo dunkle Sterne aufgehen und seltsame Monde durch den Himmel kreisen. Aber noch seltsamer. Sind diese Briefe, die wir hier finden. Ja, vor allen Dingen, warum muss man denn immer. Warum. Ist das Schnee, was hier fällt? Asche. Ja. Ungesungen, wie Tränen ungeweiht trocknen und sterben sollen. Ja, wenn man es auch mal so gelesen hat und verstanden hat, man. So muss ich damals meine Deutschlehrerin gefühlt haben, als ich meine Aufsätze abgegeben habe. Es ruft mich in einem Meer aus Fleisch. Wir werden eins werden, aber ich kann nie zurück, um wieder ich zu sein. Hier vorne sehe ich irgendwas, aber da komme ich doch nie durch, oder? Was ist denn das? Nee, ich komme nie durch. Kannst du nicht ducken? Nee. Schau mal. Immerhin kein unleserlich. Ja, das war, ja, unleserlich ist auch schön. Unleserlich ist besonders schön, ja. So, aber bedenkt, das Spiel wurde nur von 3 bis 4 Leuten gemacht. Echter Hammer. Ja, das stimmt, Dave. Absolut. Absolut. So, da fällt mir ein, ich könnte mal wieder an den Strand fahren. Also jetzt im Sommer. Was passiert jetzt? Keine Ahnung, habe ich das Codewort Strand gesagt? Ich weiß nicht. Jetzt kommt das Easter Egg. Was? Oh, pfui, Alter. Mh. Unser Fleischbrühe hier drin, das ist ja toll. Das ist ja toll. Slots haben wir überhaupt noch frei gerade. 2, okay. Und wir sehen auch ja nicht mehr so gut aus. Ja, aber die Sachen stackt er ja anscheinend. Ja. Ich muss aber wirklich feststellen, irgendwie, dass wir anscheinend immer entweder verlieren wir extrem viel Power oder wir kriegen durch das Reparaturspray nicht besonders viel Power zurück. Ja, du hast nicht vergessen, es gibt ja das Reparaturspray und es gibt ja noch das Reparaturspray Plus. Ja, ja, ist schon richtig, aber nichtsdestotrotz hätte ich wenigstens so ein bisschen eine andere Farbe erwartet und wir sind von gelb auf gelb irgendwie. Weißt du? Ich will damit nur sagen, man kriegt herzlich wenig dadurch zurück. Okay, hier haben wir nochmal einen Elektroschocker. Opfergaben. Oh, will ich das überhaupt lesen? Und in der Dunkelheit des Toten soll gegeben werden ein Licht und gesegneter Duft, sodass sie einen Weg finden mögen aus dem verfluchten Ort heraus. Yay. Und jetzt ein Auto-Injektor. So, was? Eine kleine Schale mit Sand zum Platzieren von Gaben steht vor dem Ahnenschrein. So. Was wollen wir denn den Ahnenschrein geben? Ja, wir haben nichts. Wir haben nichts, genau. Exakte Mundo. Können wir die nicht aufnehmen? Nee, können wir nicht, ne? Nee. Hast du jetzt eigentlich eine Map mittlerweile? Nee, ne? Keine Kartendaten. Sehr schön. So, dann schauen wir uns hier mal die. Oh, da ist noch eine Tür gewesen.
haben die denn hier unten gemacht? So, kommen wir hier durch? Tastenkombination. Okay. Hier wissen wir schon mal, okay, wir müssen ein ähnliches Muster wie dort finden. Und hier haben wir schon... Ist das eine Einheit? Zwei? Ja, das ist jetzt eine, oder? Ja, die Frage ist, ob oben noch welche sind. Zur Not würde ich einfach mal sagen. Und da kommt schon die nächste. Oh, okay, BB-8. Alles klar. Kein Platz, um große Holzpuppe zu tragen. Natürlich. Oh, was? Ach, man macht ja keine Pause, ey. Also ich weiß, es ist vermeidbar, aber eigentlich will man sich auch dem Stress hier nicht ständig aussetzen. Das Problem an der Sache, ach du meine Nase, Alter. Oh, nein! Warnung. Dieser Ort. Hier nichts von Wert ist hier. Ist zwar gefährlich und abstoßend. Nachricht, eine Warnung vor. Die Gefahr ist noch hier. Zeit, wie sie war. Ist für den Körper und Form der Gefahr. Die Gefahr wird diesen Ort stört. Gemeinden und unbewohnt belassen werden. Im Inneren getötet ist, öffnet sich hier ein Pfad. Ja, schön. Schön, Manny. Ja. Können wir denn irgendetwas eventuell verknusen? Nicht wirklich, wa? Nachladetechnisch, Revolvermunition, das ist eigentlich alles wichtig. Ist alles wichtig. Ich schmeiß die Taschenlampe weg, die brauchen wir nicht. Ja, eben. Wir können auch so, glaube ich, doch. Nee, wir können wir. Nee, benutzen können wir die nicht. Nee, wir bräuchten jetzt wieder irgendwo so eine Box. Wo ist eine Box? Na gut, dann können wir jetzt bloß runterhüppen. Na, wir können jetzt zum Glück auch wieder hoch. Okay, das ist mal gut. Okay. Jetzt kommen wir. Unten kommen wir nicht durch. So, du bist mir egal. Hoffentlich bist du allein. Was piept denn hier so? Wie geht's, Alter? Was ist denn das? Wo ist das denn? Ja, da sollst du ja genau... Ja, nein, ich denke nicht. Ich denke nicht, dass ich da runterspringen möchte. Kein Platz für Reparaturflicken, das ist natürlich auch klar. Hier ist zugeschlossen. Oh, es ist so groß. Ich hasse Karten, also ich hasse Maps, wo du keine Karte hast. Ey, das ist... Na, und tausend Sachen, die man aufnehmen kann. Was ist das? Nitro-Express-Munition. Wofür ist das denn bitte? Und hier haben wir, glaube ich, noch so ein Modul, ne? Nee, ein Ring. Mein Schatz. Der Ehrenring. What? Okay, hier müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwie eine Kassette finden. Mit einem Kassettenrekorder. Ah, und dadurch wird dann uns der Code wahrscheinlich angezeigt. Genau, so würde ich das jetzt auch mal tippen. Warte mal, konnte man hier noch weiter rein, nach unten? Weiß ich nicht. Sieht so aus. Nee, aber nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier noch da jetzt nach links weiter konnten. Ja, ich hoffe. Nope. Nee. Ey, ich will hier nicht rinspringen. Möchte das nicht. Ist hier oben noch irgendwo? Guten Tag. Ja, hier können wir noch hin. Jawohl, eine Kiste. Sehr geil. Schönes Ding. So, der kommt rein. Die Revolver-Munition kommt mit rein. Und ich würde auch erstmal das Spray mit reinmachen. Nur damit wir etwas mehr nehmen können. Aha. Hier haben wir so eine Karte. Flieht, ihr Narren! Ort diesen von fliehen. Achso, fliehe von diesem Ort. Kann man auch sagen.
Gut, okay. Ben, ich glaube, das wird wieder tatsächlich relevant für den Code werden. Ja. Hast du ein Foto gemacht? Achso, nö. Hab ich auch mein Handy hier? Ne, ja, doch, doch, hier. Warte kurz. Haben wir. Okay. So, da oben können wir safen. Hier ist noch eine Tür. Gleich in grün nochmal. Speichern, denn nur wer speichert, der darf auch weitermachen, wenn er mal stirbt. Gut, okay, dann würde ich mir jetzt erstmal. An die Holzpuppe komme ich natürlich jetzt oben nicht mehr ran, ne? Nachdem doch, ich, achso, du noch mal, du wir können ja nochmal hochklettern, wa? Ja. Dann machen wir das mal. So, dann holen wir uns mal die Holzpuppe. Das Holzpuppal. So! Wofür die auch immer sein mag. Hier oben haben wir jetzt eigentlich nichts mehr, ne? Glaube nicht, nee. Okay, dann gehen wir mal runter. So. Was steht hier bestimmt genau vor der Tür? Na sicher tut sie das. Na, dann komm mal mit. So, links hätten wir nochmal ganz kurz gucken können, aber naja. C'est la vie. Na, Reparaturflicken. Warte mal, den hole ich mir mal gleich. Wo war das jetzt? Rechts? Rechts. Mit der Munition. Okay. Oder dem Ehering. Ehering. So Klassiker hier, also Monitor, wo überall so Augen drauf sind. Sehr schönes klassisches Motiv tatsächlich. Oh. Unter der Glasglocke steht ein seltsames Gerät. Es ist an das Mikrofon angeschlossen. Interessant. Ja, ich möchte doch. Dankeschön. Okay. Dann schauen wir mal links rein. Also hier möchte ich erstmal bitte nicht runterspringen. Ja, irgendwann müssen wir wahrscheinlich da runterspringen. Ja, irgendwann. Bitte. Bitte sei offen. Nein, es ist verschlossen. So, Benny. Guck dir mal die Holzpuppe an. Nicht, dass wir nachher da irgendwas oben noch machen können mit der Holzpuppe und irgendwie kombinieren. Das ist eine Matroschka, oder? Kannst du die kombinieren mit... Ich habe gehört, dass diese schachtelbaren Puppen an der Rotfront bei Kindern sehr beliebt waren. Ja, das ist eine Matroschka. Mit dem Ehering, oder was? Könnte ich kombinieren. Oh, warte mal, aber mit Gravur. Bis das der Tod entscheidet. Klassiker. Jetzt hier feiert so einen Ring, sie zu knechten. Ein riesiges Loch klafft im pulsierenden Fleisch. Hineinspringen. Jetzt wäre halt die Frage, sollten wir uns eventuell aufmunitionieren und drin springen? Ach scheiß drauf, zur Not lade ich halt nochmal. Ja, schön, hätte ich mal gemacht. Scheiße. Ja, klick, klack, klack, das war's. Keine Munition, kein nichts, kein überhaupt nichts. Ich muss nochmal laden, Ben. Das wird sonst nichts. Nee, von hier kann ich laden. Okay. Leider nochmal zum Hauptmenü. Tut mir leid, dass wir das jetzt leider so machen müssen. Aber ich möchte auch tatsächlich nicht irgendwie die ganze Pistolenmunition verballern. Irgendwie für sowas. Jungs, Klassenzimmer. Ein Klassenzimmer? So, okay. Gut, hier nochmal schnell anklicken, nicht, dass das nochmal relevant ist. Genau. So, okay. Im Anschluss hatten wir uns nochmal alles geholt. Wollen wir mal gucken, wie der Revolver abgeht, oder wollen wir mal mit der Shotgun probieren?
Na, ich glaube, der Revolver macht gut Damage. Guck mal, wie viel Munition wir haben. Na, wir haben ich glaube, wir haben einen Kurzläufer. Feuert 12 mm. Genau, und für die 12 mm haben wir 23 Schuss, wie ich da hinten rechts sehe. Probieren wir mal, wa? Sozusagen. Ja. Wir haben davon mehr Schuss als für die Shotgun. So, 18 Schuss haben wir. Ach nee, hier haben wir auch nochmal Öl. Kapazität. Ach, wir können immer bloß 12 denn nehmen. Oh, das ist, ist aber frech. Das ist nicht geil. Okay, aber wir probieren es einfach mal. Auch schon wieder eine Frage, kommen wir danach hier wieder hoch? Ja, wenn wir runterspringen, wahrscheinlich nicht, aber wir müssen ja noch jetzt die Puppe holen, plus. Okay, ja, die Puppe erstmal weglassen eigentlich. Tja, Chat, komm, jetzt schreibt mal kurz irgendwie, weil ich bin jetzt nämlich auch gerade ein bisschen planlos irgendwie. Sollen wir jetzt erstmal alles einsammeln, wieder Puppe holen, zurück zur Kiste, abspeichern? Eigentlich, wir können diese Frage selbst beantworten. Also sorry jetzt fürs Backtracking, aber es ist die bessere Variante. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich sehe tatsächlich, falls wir jetzt da wirklich runterkommen irgendwie und nicht mehr hochkommen, ist jetzt heiße. So, also wir kommen definitiv hier nochmal zur Box zurück. Aber wir holen jetzt erst die Holzpuppe. Achso. Bitte. Ja. Sorry. So, Matroschka. Jetzt noch schnell die Munition und den E-Ring. Mhm. Und dann. Schneide ich ihn an. So aus wie so ein entzündeter Rachen. Ah, siehst du hier, das Pflaster ist ja auch noch. Hab dann das B frei, wa? Ja, sehr schön. So, okay, zack. Munition. Wofür ist die eigentlich? Für welche Waffe? Haben wir die noch? Ja, nicht wahr? Wahrscheinlich. Nee. Ich gehe voraus, das wird so wie so eine Art Scharfschützengewehr sein oder so, oder? Ah, würde ich gut finden. Schneiper Stief. So, okay. Jetzt switchen wir schnell um. Wir packen den E-Ring zurück. Matroschka zurück. Die Gewehrmunition. Okay, alles klar. So, wir holen uns den Revolver. Wir holen uns die Revolvermunition. 12 Schuss, das ist unverhältnismäßig, finde ich. Und die 10 mm willst du auch noch mitnehmen oder nicht so? Die. So, ja. Exakt. Wir waren jetzt so. Ja. Jetzt werden wir auch wieder voll. Tatsächlich. Ja, aber ich glaube, du musst auch einmal nachladen, weil du hast nur 4 Schuss im Magazin. Also, ja, so können wir noch so einen Repair-Patch nehmen, ne? Genau. So, okay. Reload. Save das Ding. Und dann jetzt runter. Save it. Bin mal gespannt. Willst du denn den Revolver direkt auswählen, weil der macht ja mehr Damage, oder willst du erstmal mit der Pistole machen? Nee, ich will tatsächlich die Pistolenmunition eher für die schwachen Gegner sparen und weil da blutet es mir wirklich im Herz, wenn ich hier irgendwie Shotgun-Shells dafür opfern muss für irgend so ein Resort hier. Huh, auf geht's! Into the throat! Na dann. Freaky, ey. So, was soll das jetzt eigentlich symbolisieren? Nochmal interessant, wie viel Schuss er jetzt braucht. Oh, okay, alles klar. Kann jetzt nicht einfach ran. Oh, sie hilft mit, oder was?
Anscheinend. Ich muss nach. Oh, was war denn das gerade? Was ist jetzt passiert? Sie hat einen Schuss abgegeben und ist umgefallen. Sie hat sich jetzt aber nicht selbst gerichtet, oder? Ich hab sie nämlich gerade nicht gesehen. Nee, sie hat auf das Viech gezielt. Also aus, als ob sie mit dem Rückstoß nicht gerechnet hätte und einfach das Ding ins Gesicht bekommen hat oder so. Genau. Wahrscheinlich von ihr. Ah, ja, ich geh mal hier. So, dann haben wir alle hier zusammen. Schön. Supi. Und wir haben auch wirklich, okay, Pistolenmunition, die ganze Revolvermunition verbraucht. Thermit noch einmal, wunderbar. Und wir haben hier nochmal 10mm Munition. 3 Schuss, ey, komm. Können wir das Gewehr haben? Sie wacht nicht auf. Deswegen können wir doch das Gewehr nehmen. Das Gewehr, das Isa bei sich hatte. Schießt irgendeine absurde Antipanzer-Munition. Kein Wunder, dass der Rückstoß sie außer Gefecht gesetzt hat. Ich nehme lieber keine ihrer Sachen ohne ihre Erlaubnis. Ah, schade. Schade. Wir hätten zumindest die Munition für das Ding. Genau. So, Thermit ist hingepackt. So, das Reparaturpatch lasse ich mal drinne. Und. Okay. Martin, bei Frakas. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut, den Umständen entsprechend. So, wir sind nochmal bei Signales hier. So, warte mal, kann ich nach oben, wenn wir nicht weg können? Schauen wir mal unten. Schauen wir mal unten. Ach so. Ah. Ach so. Können wir okay. Hier nochmal gucken? Irgendwas. Nö. Ich hab meinen eigenen. Ja, du, natürlich hast du deinen eigenen Alibi gehört. Hat jetzt die Wahl zwischen dem, was du jetzt gehört hast, oder Achtung, heißt es von hinten. Ist dann doch lieber nicht geworden, Martin. So, okay, hier kommen wir lang. Hier ist eine Tür. Oh fuck. Gott. Das ist eher, also, das ist aber nicht so ein Storch oder so. Nee, das ist, oder doch, kann ist eine Storcheinheit. So, lock die mal hier runter. Ja, nein, die kommen nicht durch. Lang. Sackgasse. Ich kann doch nicht lang. Alter, das ist ja toll. Das ist ja toll. Ja, danke. Danke, ist total schau hier bei euch. Gebt das her. Und ich geh mal nach oben. Ah, oh, ey, Mann. Und das Spiel ist natürlich auch genauso wie Signalmunition. Wie die alten Survival-Spiele. Du hast keine Munition großartig irgendwie. Du musst eigentlich musst du nur am Wegrennen. Konnten wir jetzt noch unten irgendwie nach rechts laufen, Benny? Das ich war gerade so also, in panischer Flucht. Es sah zumindest danach aus. Aber ich will dich jetzt auch nicht reinbaiten, sag ich jetzt mal. Rein, schön. The Black Ball Snake. Bei Martin passt eher das Alert nicht. Schubsen, ich hab Joghurt im Rucksack. Ey, auf damit! Joghurt im Rucksack. Ist eigentlich ein geiles Ding. Ach ja, das ist Käse. Das oh, okay. Ja, jetzt hier bloß so ein Elektrostab. Nicht. Oder doch, hier, warte mal. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo bist du denn? Okay, da geht's doch noch lang. Und ich sehe nichts. Hier ist nur so ein fetter Klumpen Fleisch drauf. Es ist doch fürchterlich hier. Schwarzer Ring. Beherrscherring. Saurons Ring. Gut, okay, dann nehme ich mal jetzt erstmal ganz kurz das Reparaturpflaster. Pasta. Und dann können wir uns den Herrscherring nehmen. Wofür? Nee, du musst, ja, du musst zweimal Reparaturpflaster nehmen. Ach, wir haben es wieder. Ja. Was sind wir für? Ach, das ist Verschwendung. Dachte, wir haben keinen Platz. So, was sagt denn ihr Klumpen hier? Können wir mit ihm sprechen? Klumpatsch? Nö. Willst du mit ihm sprechen? Naja, vielleicht ist er netter. Wisst ihr doch nicht. So, okay, ich komme mal nicht lang. Nehmen wir mal nach oben. Wo sind wir denn jetzt? Also die Musik klingt schon nicht. Hundertprozentig werden wir von irgendwas verfolgt hier. Naja, hier durch. Könnte ich wetten. Ja, erstmal ist es ein Labyrinth. Kommen wir überall nicht durch, ne? Nee. Nee. Weil da ist ja dieses 2 mm, weiß ich was für ein Stahlseil da dran ist. Na, ist bestimmt diese Nanofaser. Genau.
Aber du kommst, ja, ja. Ah, wie die Ratte bin ich doch. So, warte mal, die Wegmann. Ah, wir können doch nicht nehmen. Ist das ein Knopf? Gar nichts nehmen. Ja, drück den Knopf. Drück den Knopf. Push the button. Tafel des Fleisches. Wir haben keinen Platz dafür. Es ist doch fürchterlich. Mann, warum halt denn. Kann ich denn das Ding hier einfach fallen lassen? Ich möchte fallen lassen. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Ah, nicht immer lesen, schreiben oder anderes. Jetzt musst du wieder komplett zurück, damit du wieder zur Box kommst, um... Naja, vielleicht kann ich ja hier oben noch irgendwas... Ist das eine Box? Nee, na, ein Feind würde mir schon reichen, dass ich eventuell den Elektroschocker benutzen kann. Und hier ist ja noch was. Also, das würde noch nicht mal reichen, wenn ein Feind mir entgegenkommt. Ach, das ist doch, das ist doch. Nee, wenn du zurück willst, musst du nochmal nach oben. Nach links, nach unten, nach links. Nein. Und bei dir? Achtung, stell dir nochmal Fragen, am besten nicht antworten. Was? Das war für Black War Snake wahrscheinlich. Die beiden haben sich wieder ganz doll lieb. Ich sag mal so, der so ab und zu mal ein bisschen Couchkommando, der 3 Minuten Couchkommando sieht, weiß, dass irgendwie selbst die Sprüche, die bei Martin so ein bisschen pfefflich sind, immer nur eigentlich mit einem dicken Herzen gemeint sind, irgendwie. Oh! Lalalalalalala! Und ich bin weg! Das war aber der falsche Weg. Das war der falsche Weg, ja, ich weiß. Aber was soll ich denn? Wir können ja mal gucken, wo wir hier hinkommen. Nee. Was bist du? Was? Reparaturspray plus. Türen riegelt. Vielleicht? Nee. Oder? Doch, hier waren wir doch schon. Das wir hier kommt schon? Mir, ja, da kommt mir der Vulkan vor. Stimmt. So, hier war Pippe gehen. Und dann kann ich nämlich einfach hier runterspringen gehen, oder? Genau. Hast du den Weg gemerkt, hoffe ich. Okay, erstmal das Ding weg. Das Ding weg. Ich glaube auch, die Ringe der Macht legen wir mal ab. Könnten so, wir jetzt aber die Ringe quasi kombinieren? Den Ehering plus den Machtring? Ich glaube nicht. Ich denke, die werden wir irgendwo wahrscheinlich einsetzen müssen. Würde ich jetzt mal so ad hoc sagen. Aber komm, lass uns. Wir können das ja nochmal probieren. Ist natürlich blöd, dass wir das erst rausholen müssen. Geht leider nicht. Ah, okay. Ja, das ist gut. Warte mal, beim Herrscherring können wir ganz kurz mal gucken, ob da eventuell auch dies wird vorübergehen. Ja, wie jede Herrschaft. Wie jede Herrschaft. So, dann packen wir die wieder rein. Haben 3 Slots frei und wir können quasi nach unten. Ich verstehe auch ja nicht, warum wir unsere Waffe nicht ausgerüstet haben. Weil ich wahrscheinlich einfach den Revolver von rausgeschmissen habe. Genau. So kann das nichts werden. Ist mir egal. Lass mich! Also jetzt wieder nach unten. Ja, ich überlege jetzt gerade tatsächlich, ob der Weg jetzt wirklich besser war, weil ich denn hier durch den Engpass muss. Weißt du? So, weil wenn die jetzt hier gleich wieder hier vorne stehen, dann ist blöd. Okay. Wäre ich jetzt oben rausgekommen, wäre es, glaube ich, besser gewesen, weil ich mehr Ausweichfläche gehabt habe. Irgendwie, weil... Na, wir gucken mal. Na, das geht. Ja, guck mal, das ist viel zu langsam. Viel zu langsam. Ja, na, viel zu würde ich jetzt auch nicht sagen, Benny. So, okay, na denn. Dann holen wir uns mal den Schlüssel. Ja, und die Platte. Und die Platte. Eigentlich müssten wir uns noch... Ah! Das kann ich nicht hier sehen. Lass ihn also. Alles gut. Oh. Schön. Ja, man muss ja den Nervenkitzel hier ein bisschen oben halten. So.
Und Tafel des Fleisches. Wofür auch immer. Ja, wir haben jetzt einmal die eine Tafel gefunden, jetzt haben wir ja die andere Tafel. Aber kein Schimmer, wo wir das einsetzen. Ja, da kommst du nicht ran. Ja, ich wollte gerade sagen, wie kommst du überhaupt an das Ding ran? Weil es von allen Seiten ist dieser Draht davor. Vielleicht musst du, vielleicht findest du ja irgendwo noch ein Werkzeug, wo du den Draht durchschneiden kannst oder so. Ja, das kann sein. Nimm mit doch bitte. Danke. So, okay, wir haben jetzt einen rostigen Schlüssel gefunden. Ja. Wir haben auch irgendwie Türen, irgendwie, die verschlossen waren. Ja, aber ich glaube nicht mit dem rostigen Schlüssel zu öffnen sind, oder? Ne, dann wüsste ich jetzt gerade nicht, wo wir jetzt hin sollten, irgendwie. Oder, doch, warte, du könntest wahrscheinlich den rostigen Schlüssel nehmen für die Sachen, wo so ein Gitter davor ist. Weil wir hatten ja jetzt ja auch ein, zwei Türen, wo ein Gitter davor ist, wo du ja nicht durchkamst. Naja, aber hatten die nicht alle diese Tastenfeld? Stimmt. Ist er? Aber was, waren wir eigentlich nochmal jetzt hier unten noch weiter oben? Also bist du nochmal weiter hochgegangen eigentlich? Ich weiß ja nicht, ob das weiter hoch geht. Ein Stück Fleisch, einfach nur. Nee, hier oder da hinten geht's auch nicht weiter, ne? Nee, der ist durchgehend hier, der Zaun. Na gut. Kann man kurz hier nochmal schauen. Ob ich glöb? Ich glöb, hier kommt's nicht. Was ist los? Hörst du den Alert nicht? Nee. Blackboard Snake hat gerade Random Sound abgefeuert. Geil. Vielen Dank. So, okay. Hör ich den Alert nicht? Ich habe in meiner Szene den gar nicht drin, deswegen, okay. Es war Marlin unter der Dusche. So, okay, aber... Ja? Wir müssten ja dann, wenn, nach oben, ne? Würde ich jetzt mal so vorsichtig behaupten, weil hier unten sind keine weiteren verschlossenen Türen gewesen. Ja. Ist nur die hier und die kriegst du nicht auf.